Ja, herzlich willkommen, meine Lieben, zu einer neuen Ausgabe der Schlagzeilenrevue. mit Martin. Und Martin. Wir haben es hingekriegt. Jo. Yes! Fangen Jo. an. Passt. Die Wahl ist vorbei. Endlich. Naja, Zug rein, Zug muss ich mit. Na. Und, ich meine, ich bin ja, wir lesen ja schon ewig. Ich heute habe ich immer noch, ich lese gründlich, aber mir ist völlig entgangen, wie humorvoll das Wetter, oder halt humorvoll das Wetter in der heute ist. Du spielst auf die Montagsmeldung an, oder? Sonnig, jetzt schau. Nicht nur die SPÖ sieht heute blau. Naja. Nicht was hier rein, nicht alles was hier rein, ist gut. Ja. Und lieber heute, damit habt ihr mehr als nur 26,75% der Österreicher das Wetter vermisst. Nur so nebenbei. Nicht cool. Aber in Amerika drüben haben sie auch das kleine Problem mit diesen Präsidenten. Und es gibt ja, wir haben vor kurzem erst gehabt, dass der Mr. Hefner, Mr. Playboy, gestorben ist. Und es gibt Gott sei Dank nur einen großen wahren Amerikaner, der die Liebe hochhält, sag ich mal. Der mit dem goldenen Rollstuhl, oder? Der mit dem goldenen Rollstuhl, der Mr. Hustler, der Larry Flynt, der hat jetzt eine 10 Millionen Dollar Bounty ausgesetzt, also ein Preisgeld sozusagen, für Informationen, die den Präsidenten stürzen können. Das ist echt geil. Damit ein Amtsenthebungsverfahren oder sowas endlich aufgeschreckt. Und hier hat man gedacht, auf Österreich umgemünzt, Herr Haselsteiner vielleicht? Ja, und was müsste der sagen? Naja, ich denke, 1 Million Euro wird genügen. Und für irgendwelche Informationen, die vielleicht nahelegen, dass die Blauen wirklich rechts sind. Und Nazi-Verherrlicher und so. Definitiv Oder Beweise. dass der Sebastian Kurz sogar nicht passiv wahlberechtigt ist. Die Möglichkeiten sind endlos, Herr Haselsteiner. Vielleicht ist was dabei für Sie. Für all die gewieften Politikexperten da draußen, ja? Warum habt ihr die Wahl nicht angefechtet? Ich verstehe es nicht. In der Heute ist der Beweis drin. Angebundener Kuli reicht nur bis zur ÖVP. Wenn die Blauen hinter der ÖVP stehen würden, also vor der ÖVP am Zettel, dann hätten die 100% Schawalanfestung betrieben. Weil der Bürger kann doch gar nicht die SPÖ wählen. Aber ich meine, ich weiß nicht, ob du es gesehen hast auf Twitter, man hat erfahren, dass die meisten Akademiker dieses Mal SPÖ gewählt haben. Und die SPÖ stehen ja jenseits des Kulis und es gibt trotzdem Stimmen, die SPÖ angekreuzt haben. Also die müssen das doch geschafft haben. Vielleicht war das nur in bestimmten Wahllokalen ein Versuch der Wahlmanipulation. Denke, die Anfechtung überlegen. Ich würde es ernsthaft überlegen. Die Grünen denn zu unterstützen? Die Grünen fix. Ganz Die sicher. Neos war dabei. Der Pilz? Wahrscheinlich nicht. Keine Ahnung. Und am Dienstag war wieder so eine Wettermeldung. Was war da genau? Unglaublich. Die Sonne lacht. Ob sie sich über das Burka-Verbot lustig macht? Die Frage ist, darf die Sonne in Österreich überhaupt scheinen, wenn Wolken sind und sie verdeckt ist? Der Kotter wird wahrscheinlich fragen, wie verhängt man der Sonne ein Strafmandat? Ja, das haben sie sich beim Burka-Verbot nicht überlegt, glaube ich. Also eine faszinierende Wendung, was den Bereich Wirtschaft ist, und das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen, es gibt Leute, die in Österreich mit einem Schnitzelhaus pleite gehen. Die haben es aber dann nicht anders verdient. Nein. Sorry. Und hast du schon gewonnen? Na. Warum? Du meinst, bei Wien sucht ein YouTube-Star, oder? Nein, das bist doch du. Das ist die Frage. Suchen die jetzt
jungen, hippen, modebewussten veganen Partymäuserich oder Maus? Oder besinnt sie Wien auf den Slogan, Wien ist anders? Wenn ja, dann bin ich der Mann. Vielleicht mag das Wien Marketing und solche Informationen noch geben. Ne? Also dir vor allem? Mir vor allem. Genau. Mötz euch. Bitte sehr, mötz euch. Ja, jetzt wo die Wahl geschlagen ist, dann werden wieder die Gelder verteilt an die Parteien wegen Parteienförderung, Bildungsakademie und so weiter. Mhm. Am effektivsten hat das der Pilz gemacht. Mit nur einem Plakat zu fast 5 Millionen Förderung gekommen. Naja, eigentlich waren es 2 Plakate, aber trotzdem Respekt. Okay, 2 Plakate, ich will nicht mehr so weit. Was haben wir denn noch? Ah, apropos Kohle. Kohle, genau. Der arme Trump. Wie das gelesen habe, ist das. Mama, klar. 92% in der rechten Liste abgestürzt. Oder? Plätze. Plätze, Plätze. Nicht Prozent. Entschuldige, Plätze. Das waren es Plätze. Würde er wahrscheinlich um Trump Tower springen. Nicht. Naja, jedenfalls. Ich glaube, es gibt einige Leute, die der Meinung waren, es war eh gescheiter, wenn er sich mehr um sein Geld kümmert als um Amerika. Ja. Also, Money first. Statt America first. Ja. Jo, du. Sag nix, ich weiß, was kommt. Sorry. Aber hey. Aufgelegt. Aufgelegt. Also sprich. In Deutschland gibt es das erste Bordell mit Sexpuppen. Da kannst du gar keine Frau mehr checken. Du musst mit einer von den 11 Sexpuppen füllen. Mhm. Und das Kuriose ist, und da sehe ich einen wirklich gravierenden Wechsel, Change, Shift im Mannsbild. Also im Männerbild. Mhm. Weil die Ehefrauen sind scheinbar total einverstanden damit, dass die Männer da ins Laufhaus gehen und mit den Puppen spielen. Die sehen das nicht als Betrügerei, Fremdgeherei, sondern mein Mann spielt halt gerne mit Puppen. Jetzt bringen wir die Kinder von klein auf bei. Mädels spielen mit Puppen, Buben spielen mit Autos. Und die erwachsenen Männer, die Väter von heute und morgen, mit Puppen spielen dürfen. Wie sollen wir dann noch echte Männer kosten? Ich glaub's nicht. Ich versteh's nicht. Aber von echten Männern haben wir gleich mal einen Film für euch. Ich persönlich bin auch, ich kann schon keine warten. Und ich weiß, jeder von euch geht's genauso an, was ihr noch wisst. Den Biopic, also eine Biografie in Filmform über unseren Arne. Die steirische Eiche. Oh, kommt bald in die Kinos. Oder sie machen den eigentlich bald. Gott sei Dank. Haben wir alle drauf gewartet? Sicher. Na klar. I'll be back. A clean house. Du klingst ähnlich wie er. Fast, gell? Nur aber nicht so viel drin ist. Was haben wir denn noch? Naja, du wolltest ja unbedingt die Reichweite erhöhen. Hey, auch die Schlagzeilenrevue ist like geil. Und was ist like geiler als Hundebabys? Ah, sind sie nicht süß. Sie suchen ein neues Zuhause. Also, man meldet euch einfach oder lasst es einfach ein Like da für die süßen Hunde. Ich glaube, du gehst das falsch an. Millionen Zugriffe kriegst du nur mit Katzen-Content. Nein, ich glaube, Hunde gehen auch. Na, schauen wir, ob wir 1 Million kriegen. Wenn nicht, habe ich recht. Okay, Frage an euch in die Kommentare: Hunde oder Katzen? Und ich weiß, was ihr antworten werdet. Hunde. Ihr könnt euch noch erinnern an Christkind und Weihnachtsmann? Hunde. Katzen. Ja, also die Neos rahmen ja voll ab. Die sind jetzt Vierter im Parlament und kriegen ganz schön viel Kohle Parteienförderung. Erstens, die sind nur Vierter, weil es keinen Fünften mehr gibt. Stimmt. Na, oh ja, doch, der Pilz ist Fünfter. Okay,
da gibt es keinen Sechsten mehr. Das stimmt. Deswegen sind sie jetzt Vierer-Mischt. Ja. Und zweitens, sie sind natürlich so wirtschaftlich orientiert oder liberal oder was auch immer, dass sie nur die Hälfte an Kohle wollen eigentlich. Die, was jetzt an Parteiförderung da ist. Ja, aber die Grünen sind besser. Die haben gleich gesagt, wir wollen gar nichts. Ob sie das so gesagt haben, weiß man nicht. Aber das Ergebnis ist so, die Grünen haben keine Parteiförderung mehr. Was war am Freitag? Am Freitag? Ja, also am Freitag bin ich zum Standort gefahren. Ja. Um mir die Leute zu holen. Ja, so wie jeden Tag, und? Genau. Und ich glaube, es gibt eine Verschwörung bei der Heute. Damit wir die Freitage, weil jetzt klar haben wir es ja ein paar Mal gehabt, dass wir es nicht kriegen. Weil vor meinem Standl habe ich Spock gesehen, lauter Glasscherben am Boden. Nein. Es war Freitag, ungefähr 3:12. Okay. Und am Freitag macht meine Werkstatt dann zu. Um 1 spätestens. Bist du reingefallen in die Scherben? Ich bin reingefallen, hab mir ein Botschen geholt. Ah, das ist blöd. Und dann bin ich gleich und mit Assi und so. Und dann habe ich sofort angerufen und habe schnell zur Werkstatt fahren müssen. Klar. Zum Reifen wechseln. Weil ich kann das ganze Wochenende mit Botschen rankommen. Und das hat funktioniert? Das hat Gott sei Dank geklappt. Der hat dann mal gewartet, ich bin eine Viertelstunde Spaß gekommen. Aber die waren noch da. Danke. Und Reifen gewechselt. Hier sieht man, also es war blitzschnell, Ferrari-mäßig, sag ich mal. Und dann war ich halt so aufgewühlt und fertig und... Du hast keine. Nein. Na, aber Hauptsache die Reifen sind wieder in Ordnung. Ja, voll. Ja. Man muss Prioritäten setzen. Man muss echt, ja, es tut mir leid, weil, aber 4 Reifen sind wichtiger als ein Freitag. Ja. Sorry. Also, ihr könnt es ja nachlesen im Internet. Eben. In diesem Sinne, schöne Woche. Danke fürs Reinschauen. Bis zur nächsten Woche. Und ihr wisst eh, Hunde oder Katzen? Hunde. Ciao.